Okay, dann gucke ich nochmal kurz, wo Route 32 ist, damit ich auch richtig fliege. Hier gibt es ein Pokémon Center oder was? Von Viola City nach unten aus hier. Kurz vor der Höhle. Ah, okay. So, nochmal kurz voll heilen. Überlegen, wo ging es hier runter? Hier nicht, ne? Ne. Das ist ja die Alf-Ruinen, ne? Martox? Ich, Gudrun. Zeit zum Plaudern, mein Onyx und ich stimmen uns immer besser aufeinander ab. Aber weißt du, ich habe noch immer keinen Elekid gefangen. Das wird langsam frustrierend. Tschüss, wir plaudern später wieder. Das ist ein hervorragender Platz zum Angeln. Du hast Leute beim Angeln gesehen. Wie steht es mit dir? Hättest du gerne eine Angel? Klar. Hey, das höre ich wirklich gerne. Jetzt bist du auch ein Angler. Sehr gut. Angeln ist toll. Probiere überall, wo Wasser ist, deine Angel aus. Sei es im Meer oder an einem Fluss. Hätte ich gedacht, hier beim See des Zorns, dass der Typ hier Haus des Profi-Anglers. Ach nee, Profi-Angler haben wir ja schon, ne? Deswegen geht's. Ja, Profi-Angler haben wir schon, deswegen geht's nicht. Deswegen gibt er uns nichts. Boah, da hat was angebissen. Mal gucken, was mit normaler Angel hier anbeißt. Ja, meine zweite Vermutung ist sonst, dass wir vielleicht am Tag das mal probieren müssen.
Aber es ist ja ständig Nacht hier drin, ne? Weil ich immer so spät anfange. Da müssen wir sonst morgen nochmal probieren, wenn es hier Tag ist. Muss ich halt früher mal streamen. Weil es sieht gerade echt schlecht aus hier. Wir kriegen ja hier weder Dragonier oder Dratini noch. Ups, nicht zertrümmern. Ja, weder das eine noch kriegen wir Kikli. Dann können wir auch mal in der Höhle gucken, aber ich mache mir leider nicht allzu viele Hoffnung. Hat was angebissen. Und auch nur Pflanzen. Ich guck mal, ob ich noch ein zweites krieg, um das zu bestätigen, oder ob das ein Zufall ist. Tja, sieht leider nicht so gut aus. Haben wir leider jetzt ein bisschen Pech gehabt. Müssen wir uns später Kikli und Dratini holen. Oder Dragonier. So ist wieder topfit. Ah ne, war ja doch hier drin. Da liegt ein Item. Hey, Eindringling, Alarm! Rocketwoople möchte kämpfen. Er schickt Tauros in den Fight. Schon wieder Tauros. Ich hätte gern einen Kampf. Pokémon wird ihn verprügeln und machen benommen. Ja, wenigstens wird Mina hier angeglichen jetzt vom Level. Zubat ein. Nö. Immer dieselben, ne? Der eine hatte davor auch schon Tauros und Zubat. Und dann kam der zweite. Der hatte so ganz ausgefallene Sachen. Mist, ich hab versagt. Ich bin dran, es gibt keinen Kommen. Der hat drei Pokémon, der andere? Ja, der auch. Mal gucken, ob er dieselben hat. Teddy Ursa, genau. Die Ursa wurde besiegt. Pipi. Ich glaube, der hat genau die gleichen, ne? Er leidet drei Treffer. Windstoß.
wurde besiegt. Setzt Omod ein. Ja, das sind genau die gleichen wie vorhin. Aber gut, dann kann Mina sich wenigstens schön hochleveln. Huipel wurde besiegt. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras installiert. Wir greifen weiter an, bis du einen Geheimschalter betätigst. Warum das Echo? Ich weiß doch auch nicht. Okay, ich denke mal, hier geht's weiter. Nur ein bisschen umgucken. Okay. Herr Wissenschaftler, ich bin da, um Sie zu retten. Dies war einmal ein Ninja-Versteck. Es wurden Fallen aufgestellt, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Ich wollte Ihnen helfen, Forscher Theodor. Dann habe ich gemerkt, dass Sie auf deren Seite stehen. Mina zeigt, was wir mit Verrätern machen. Mina! Nein. Mina ist bestimmt epischer. Der sagt das bestimmt. Ein bisschen epischer. Aber nur ein bisschen. Nee. Tauschen wir nicht. Ampharos werde ich jetzt mal riskieren. Ich hoffe, dass Luftstoß. Ach Mist, das ist ja nicht effektiv, ne? Sasa. Sehr gut. Quaxo. Wir bleiben erstmal bei Mina. Können halt Mina jetzt bis 30 trainieren quasi. Und dann können wir die anderen alle nachziehen auf 30. Voll gruselig. Du wirst Mina trotzdem nicht besiegen können, wenn du bis nächste Runde K.O. Und somit war dein Abgesang nichtig. Theodor wurde besiegt. Ich hab's. Okay, was denn? Okay, ich verrate dir ein Geheimnis über unseren Unterschlupf. Das Feld da vorne am Boden ist ein Warpfeld. Sobald du es betrittst, wirst du zurück zum Eingang geworbt. Okay, gut zu wissen, danke. Okay, liegt ja beim Masterball rum. Dankeschön. Das heißt also, hier lang können wir nicht gehen. Wir dann geworbt werden, aber ich will die Kämpfe mitnehmen. Wie er da rüber springt. Hey, Eindringling, Alarm! Wie er rüber gejumpt ist, weil er sonst wegteleportiert wird. Wieso können wir eigentlich nicht springen? Rocket Rüpel möchte kämpfen. Er schickt Tauros auch schon wieder. Die haben immer dieselben, kann das sein? Tauros und Zubat hat er. Und der zweite hat Teddy Ursa, Pipi und Omod. Ja, Zubat, wir wissen's. Wurde besiegt. Mist, ich hab versagt.
Die hatten damals auch alle das Gleiche. Ich bin dran, es gibt kein Entkommen. Achso, sind alles dieselben Trainer, ne? Dann wahrscheinlich, gibt wahrscheinlich hier drin nur Rocket Rüppel 1 und Rocket Rüppel 2. Und dann werden die halt einfach immer nur getriggert. Aber cool, dass der Randomizer das halt auch macht, ne? Dass er das halt übernimmt und nicht jedem quasi random was gibt, so von wegen, ja, der nächste hat jetzt drei andere. Ja, oder es ist halt, oder der Randomizer bedient sich halt der Datenbank. Oh, ich wollte nicht austauschen. Und wie ich ja gerade schon meinte, und vielleicht ist in der Datenbank, gibt es in dem Unterschlupf nur Rüppel 1 und Rüppel 2. Die werden dann einfach immer getriggert, weil dann ist klar, dass der Randomizer auch immer dieselben Pokémon den Rüppeln hier gibt. Weil immer nur die beiden Rüpel genommen werden laut der Datenbank. Krass. Krass, wie wir Mina jetzt schon gut gelevelt haben, ne? Rocket Rüppel wurde besiegt. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras. Kennen wir schon. Bist du glücklich, Punk? Los, mach einen weiteren Schritt. Wir haben Fallen in den Boden eingebaut. Ich würde gerne noch einen weiteren Schritt machen, aber ich muss erstmal kämpfen. Rocket Rüppel möchte kämpfen. Er schickt Gengar in den Fight. Oh, Gengar hat ganz schön zittrige Knie, wollte ich sagen. Da habe ich mich irgendwie festgefahren in diesem Wort. Der hat mal was anderes, aber ist ja auch ein Abseits-Trainer, ne? Der wurde jetzt ja nicht durch die Statuen ausgelöst. Traunfugil. Wir bleiben jetzt einmal, wie gesagt, erstmal bei Mina. Bis Mina halt Level 30 ist, dann tauschen wir aus Pantymos. Dann ist nämlich Mina auf dem Level von Lavita, beziehungsweise von Psycho. Und dann können wir alle nach und nach auch auf das Level ziehen. Windstoß. So gut mit der Scope-Linse, wie Mina jetzt oft Volltreffer hat. Kaboom! Ich weiß nicht, wo die Fallen aufgestellt sind. Du musst deinen ganzen Mut zusammennehmen und weitergehen. Lidian? Hä, wurde nicht gesagt, ich werde zum Eingang teleportiert? Wieso werde ich jetzt hier vom Lidian angegriffen? Was hat mir denn noch ein Level abgegeben? Oh Mann. Ja, den letzten Luftstoß setze ich ein, wenn ich weiß, dass Mina jetzt ein Level abkriegen würde. Das sind Elektroballfallen. Hat er ja nicht gesagt, wir haben hier Fallen aufgestellt, dass ich wieder zum Eingang teleportiert werde? Ich dachte, das wären die, aber wahrscheinlich waren die auf der anderen Seite. Was ich jetzt gerne wissen wollen würde, ist, wenn ich jetzt zurückgehe, also die fallen dann immer noch aktiv? Oder habe ich die jetzt damit deaktiviert?
Ja, sind die aktiviert dann, okay. Ist interessant. Sind wahrscheinlich Voltoball und Elektroball fallen, ne? Weil es immer zwei verschiedene Sounds sind. Aber ja, können wir gut nutzen zum Aufleveln. So, dann ist Mina auch bald Level 30. Hier ist nichts. Ach, da und das ist ja wahrscheinlich der Teleporter, der mich an den Eingang wieder bringt. Die werden alle nur einmal, okay. Naja, ich will kein Tauros und auch kein Ledian, also... Ist doch schon ganz gut, dass wir die so einfach wegbremsen. Okay, scheinbar sind die auch noch an den Seiten und so aktiv. Ich wollte bloß rumrennen. Ich flieg mal hoch. Grimasse. Geht nicht. Bam. Oh Gott, Raserei. Oh Gott, das hat voll viel Damage gemacht. Nein, hat es nicht, aber... Na, ganz knapp. Hey, Eindringling, Alarm! Wie gesagt, ich nehme alles mit, ne? Nicht wundern. Für die, die sich jetzt wundern, so, hä, warum rennt er da jetzt noch mit lang? Ja, jeden Kampf mitnehmen, Training halt. So, dann würde ich sagen, jetzt machen wir noch... Dann halt den letzten Luftstoß von Mina. Dann wird der sowieso 30, dann tauschen wir aus. Volltreffer. Zack. Also Level 30. Er setzt Zubat ein. Jetzt tauschen wir zu Sasa. Los, Sasa. Surf ist weg. Sehr gut. Mist, ich hab versagt. Ich bin dran, es gibt kein Entkommen. So, will ich gleich austauschen hier. Oh nein. Surfer, schnell! Sasa, wasch alle weg! So, setzt Pipi ein, wir bleiben bei Sasa. Pipi! Duplex Heap! Aua! 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 Leider 3 Treffer, Biss! Und Omot. Surfer. Bis. Omot erstmal tot gebissen. In den Pokémon-Statuen sind übrigens Überwachungskameras. Das weiß ich mittlerweile, danke.
Ein Simperball. Hey, Eindringling, Alarm! Wie viele hier sind, ne? Oh, jetzt habe ich wieder vergessen zu tauschen, Mist. Jetzt Mina halt wieder vorne. Hm. Doof. Sollte mal mehr... also mehr Aufmerksamkeit hier dem Spiel gegenüber schenken. Aufmerksamer sein. Surfer. Sehr gut. Das ist also auch fast 29 und dann kann er chillig auf Level 30 dann gleich weiter trainieren. So, und bevor ich hier weiter drücke, hole ich mir ganz kurz was zu trinken. Bin gleich wieder da. So, sorry. Aber da bin ich wieder. Und Zaza erreicht Level 29. Sehr gut. Hüpel wurde besiegt. Mist, ich hab versagt. Wie immer halt. So, kommt der noch dran. Und dann darf ich nicht vergessen, Zaza danach an die Spitze zu setzen erstmal. Surfer. Teddyuser wurde besiegt. Hocke drüber, setzt Pipi ein. Das ist uns egal, Mann. Das ist egal. So, ein bisschen fühle ich mich hier overlevelt. Wenn ich so sehe, dass die alle so 18 sind und sowas. Krass. Also hat sie erstmal richtig festgebissen und Omot. In die Pokémon-Statuen sind Kameras. So, hier ist nichts weiter, ne? Hier hätten wir auch so runtergekommen. Richtig. Okay, dann gehe ich mich nochmal heilen. Das war nur Team Rocket, was erwartest du? Ja gut, das stimmt auch wieder. So, nochmal die AP und so auffrischen, ne? Damit wir jetzt gegen die zweite Welle quasi keine Probleme haben.
Ich bin hier so runtergegangen, ne? Okay, lass mich raten, wenn ich auf den Teleporter gehe, bin ich wieder am Eingang. Nur um es mal ausprobiert zu haben, ne? Einfach nur um zu wissen, ob das wirklich so ist. Aber gut, jetzt können wir einfach durchmarschieren, wenn man schon alles besiegt. Bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Hätte ich gar nicht heilen gehen brauchen. Natox, lass uns für Pokémon unser Bestes geben. Für unser Pokémon. Für unsere Pokémon, meine ich. Okay, was ist das hier? Die Tür ist verschlossen. Sie lässt sich nur mit einem Passwort öffnen. Vielleicht ist das Passwort Passwort. Du miese kleine Ratte! Was habe ich denn gemacht? Oh, cool. Er schickt Onyx in den Kampf. Ist ein perfektes Matchup für Sasa. Sasa! Also für meinen nächsten Randomizer werde ich Sasa, Psycho, Zogma besuchen und die mal ein paar Pokémon-Voice-Lines einsprechen lassen. Dann nutzen wir die hier. Das klingt auch nach einem Plan. Evoli. So, voll weggetackelt. Biss! Sehr gut. Der Rocketrüppel wurde besiegt. Wie er so übelst rumknurrt.